So, liebe Leute, herzlich willkommen zu Teil 2 unseres Set Reviews Mirage. Und heute schauen wir uns tatsächlich die ersten Karten auch gemeinsam ein, nachdem wir beim letzten Mal uns ein bisschen über die Hintergründe zum Set unterhalten haben, darüber, wie es entstanden ist, wann es entstanden ist, welchen Kontext es hatte, in welchem Zeitraum es entwickelt wurde, wie es am Ende dann aussah, wie die Welt gestaltet war und so fort. Und heute wollen wir uns das konkrete Produkt dann mal anschauen, an dem ja so viele nostalgische Erinnerungen von euch und auch von mir hängen. Ich hole mal kurz den Ordner und dann wollen wir mal hier reingehen in die einzelnen Kärtchen. Wir fangen wie immer an mit Weiß und arbeiten uns dann farblich nach vorne. Das habe ich bei allen Set-Reviews so gemacht. Und wer möchte, kann sich den ersten Teil des Set-Reviews hier oben anschauen. Hier ist der Link, da kriegt man die Hintergründe dann nochmal berichtet. So, los geht's. Die erste Karte, die wir sehen, ist diese wunderbare Karte hier, Afterlife. Das ist vielleicht noch interessant für die, die es nicht wissen. Hier diese Palme, das ist das Logo von Mirage. Und wir sind auch noch in einer Zeit, für diejenigen, die wirklich nicht tief drin sind, in der man am Set-Logo noch nicht unterscheiden konnte, ob eine Karte Common, Uncommon oder Rare war. Das war nicht sicher bestimmbar. Und ich werde euch auch im Folgenden so ein bisschen die aktuellen Preise hier unten reinschreiben. Da, das sind natürlich immer die Preise zum Zeitpunkt des Entstehens des Videos. Bei allen anderen Set-Reviews, hier ist die Playlist der Set-Reviews. Ich habe da schon eine Menge gemacht. Sind natürlich auch immer die zeitgenössischen Preise drin. Das heißt, man hat da auch ein bisschen Fluktuation. Und in manchen Sets sind die Karten mittlerweile heute auch teurer, als ich sie damals eingetragen habe. In anderen Sets sind die Karten heute billiger. So, Afterlife, hier die erste Karte für 3 Mana. Ist ein Instant und du kannst mit dieser Karte eine Zielkreatur begraben und ein Essenstoken ins Spiel bringen unter der Kontrolle des Kontrolleurs dieser Kreatur, die du zerstört hast. Und diese Kreatur ist ein 1-1er weiße Kreatur mit Flugfähigkeit. Finde ich eine ziemlich gute Karte, Afterlife. Ist so ein bisschen wie ja, Ravenform, glaube ich, heute. Also aus Kaldheim die Removal-Karte. Ich meine, das ist aber eine Hexerei und man kriegt dafür auch noch Fortell. Aber das ist schon nicht schlecht, ne? Eine Karte, mit der man eine gegnerische Zielkreatur beseitigen kann. Und das hat in der Regel ja irgendwelche Nachteile, wenn man das macht. Also zum Beispiel bei Schwerter zu Flugscharen kriegt der Gegner Lebenspunkte und hier kriegt der Gegner halt einen 1-1er Token. Aber manchmal ist das ein sehr guter Tausch. Ne? Wenn du dafür wirklich eine ultimative Bedrohung für 3 Mana beseitigen kannst, und am Ende bleibt nur so ein kleines weißes Etwas, fliegendes Etwas über, dann hast du einen Gewinn für dich. Deswegen ist das eine gute Karte hier, ein guter Instant, den ich damals tatsächlich auch gespielt hätte, wenn ich sie gehabt habe. Ich erinnere mich aber nicht mehr. Ich glaube, die kann man aber auch sehr gut so im Kontext hier von Premodern oder anderen Formaten, die sich auf die 90er Jahre beziehen, spielen. Pete Venters ist der Künstler und man sieht hier diese typischen Artworks, die mit Mirage zu tun haben. Hier die Bäume im Hintergrund, die tiefstehende Sonne am sommerlichen Himmel und das ausgedörrte Gras. Ja, das ist diese tropische Welt von Jamura. Zweite Karte im Set ist Alarum. Für 2 Mana, ein Instant, enteppe eine nicht angreifende Kreatur. Sie bekommt +1/+3 bis zum Ende des Zuges. Das ist natürlich eine ganz gute Karte, um zum Beispiel im Combat noch einen kleinen Trick zu machen, was wegzublocken, auch die eigene Kreatur zu retten. Ja, jetzt nicht so die typische Karte, die ich spielen würde. Artwork von Andrew Robinson. Dann haben wir eine sehr schöne Karte, finde ich, ganz persönlich. Die spricht meines Erachtens wirklich voll und ganz die Formensprache von Mirage. So sahen die Karten in Mirage aus und ich mag das gerne. Unverwechselbar, wenn man die sieht, erkennt man sofort, dass es Mirage sein soll. Mag ich wirklich gern. Gibt es noch ein paar andere Karten, die so diesen Stil haben? Das ist jetzt von Zina Saunders, der verheißungsvolle Vorfahr. Für 4 Mana eine Kreatur, der hat einen 2-3er Body. Und wenn der aus dem Spiel auf den Friedhof landet, kriegst du 3 Lebenspunkte. Für 1 Mana kannst du 1 Lebenspunkt dazu bekommen. Und diese Fähigkeit darfst du nur einsetzen, wenn dein weißer Zauberspruch erfolgreich gesprochen wurde. Und das Ganze auch nur einmal pro Zauberspruch. Aber das Artwork ist süß. Gefällt mir. Dann haben wir Benevolent Unicorn. Für 2 Mana eine 1-2er Kreatur. Sehr schöne Karte, auch hier wieder. Drunter ist ein Volk zitiert, die Femeref. Ne? Das ist eins dieser Völker, habe ich im letzten Mal erwähnt. Gibt es noch ein paar mehr. Das sehen wir wahrscheinlich auch noch. Und diese Kreatur kann noch was ganz Besonderes. Wenn ein Spruch Schaden auf eine Kreatur oder einen Player austeilt, wird der Schaden, der so ausgeteilt wird, um 1 reduziert. By 1. So, typisch weiß, ne? Dann haben wir Blendendes Licht. 3 Mana, eine Hexerei, tappe alle nicht weiße Kreaturen. Das Artwork ist von Hannibal King. Der hat in der Zeit auch viel gemacht. Und drunter steht aus dem Liebeslied von Tag und Nacht: Meinen Schild wird eine schneidende Sonne zieren. So bist du immer bei mir. Eingefügt mit Gold wird sie scheinen wie glühende Funken. Wie schön.
Wie wunderbar. Dann haben wir eine sehr schöne Karte. Ihr seht, meine Bilder sind immer so ein bisschen gemischt. Es gibt ja so Monks, sage ich jetzt mal, die sind sehr pingelig. Da muss alles in Deutsch oder alles in Englisch und alles in Niamint und so sein. Da bin ich nicht so. Meine Sammlungen sollen nur vollständig sein und es kann Englisch oder Deutsch sein. Das ist mir egal. Zumal ja viele der Karten auch noch aus meiner eigenen Zeit von früher waren. Da nimmst du dann halt, was du hast, ne? Und sortierst das in den Ordner und ergänzt den Rest. Celestial Dawn, 3 Mana, eine Verzauberung. Alle Nichtlandkarten, die du besitzt und die nicht im Spiel sind, sind weiß. Alle Nichtland-Permanents, die du kontrollierst, sind weiß. Alle Länder, die du kontrollierst, sind Ebenen. Alle farbigen Mana-Symbolen in allen Kosten auf all diesen Karten und Permanents sind weißes Mana. List Danforth. Abgefahrene Karte. Das Artwork ist wunderschön. Wunderschönes Artwork. Ja, List Danforth ist auch so eine tolle Künstlerin aus der frühen Zeit. Dann haben wir nochmal Andrew Robinson. Den habe ich eben schon mal erwähnt und das ist wirklich, das ist typisch Mirage. Ich liebe diese Artworks. So eine coole Karte. Guckt euch das an. Ne? Da seht ihr auch, guck mal, Robinson 1996, hier noch handschriftlich die Signatur drin. Wunderbar. Das ist noch die Kunst, die man tatsächlich mit eigener Hand gemacht hat. Da ist noch kein Computer im Spiel. Super gut gemacht, der Civic Guild Mage. Ich habe sie angekündigt, diese Karten, in der letzten Ausgabe des Set Reviews in diesem Hintergrund. Da habe ich berichtet, dass es diese Guild Mages gibt. Das sind also Kreaturen, die tatsächlich Partnerfarben catern. In dem Fall also eine weiße Kreatur, die sowohl für grüne als auch für blaue Karten synergetisch ist, die also sozusagen weiß-blau-grüne Decks, also mehrfarbiges Spiel, unterstützt. Und das tut sie in folgendem Maße. Ist eine 1-1er Kreatur für ein weißes und wenn du grünes Mana ausgibst und sie tappst, kriegt eine Zielkreatur plus 0 plus 1, also hinten einen Boost. Und wenn du blaues Mana ausgibst und sie tappst, kannst du eine Zielkreatur, die du kontrollierst, oben auf die Bibliothek legen. Aber der eigentliche Knaller ist diese Lady hier. Diesen goldenen Armreif. Das sieht super aus. Mit diesem Buch hier, Zauberbuch, mit diesem Stab, mit dem Gesichtsausdruck. So sieht ein Gildenmagier aus. So coole Karten, wirklich. So wunderschönes Set. Noch so eine Karte. Ach, guck mal, da habe ich zwei. Ja. Manchmal habe ich so doppelt drin. Ne? Wenn ich verschiedene Sprachen hatte, seht ihr, da habe ich immer noch unten drunter eine Kopie. Ich nehme die deutsche Version, die blendende Schönheit für 3 Mana. Sprich diesen Zauberspruch, nachdem die Verteidigung gewählt wurde. Eine nicht geblockte, angreifende Kreatur deiner Wahl wird als geblockt behandelt. Ziehe eine Karte zu Beginn der nächsten Versorgungsphase. Das ist wieder eine Cantrip-Karte. Das ist wirklich sehr beliebt und die Leute, die die Sets heute noch spielen, die suchen auch gezielt nach Karten, die Cantrip ermöglichen, denn damit ersetzen sich die Karten ja auch selbst. Das ist Gold wert. Disempower für 2 Mana. Instant. Lege eine Artefakt- oder Verzauberungskarte oben auf die Bibliothek ihres Besitzers. Das ist, ja, wie der Name auch schon sagt, so eine ähnliche Karte wie Disenchant, nur anders. Ne? In dem Fall wird das Artefakt oder die Verzauberung nicht zerstört, sondern oben auf die Bibliothek gelegt. Und das Zitat hier unten drunter ist sehr schön. Mangara wird angesprochen. Der wurde auch vor kurzem gereprintet. Mangara, der Diplomat. Da sieht man auch, dass Magic tatsächlich ihre eigenen Erzählungen, ihre eigenen Sagen, ihre eigenen Geschichtsbogen immer wieder auch adressiert und aufgreift. Und hier ist also quasi zitiert, Mangara is gone. Who among you doubts that I have taken his power? Das ist der Bösewicht, von dem ich letztes Mal auch kurz gesprochen habe, zumindest in Erwähnung seines Namens. Dann haben wir tatsächlich die Karte, über die wir eben gesprochen haben, nämlich Disenchant. Das ist die x-te Auflage, der Reprint vom Reprint des Disenchants. 2 Mana, ganz großer Klassiker, Destroy Target Artifact or Enchantment. Wunderschön, das ist die Mirage-Version, ich finde die auch toll. Gab es auch andere Artworks, die ja, vielleicht nicht ganz so hübsch waren. Das dagegen ist sehr, sehr cool. Und eben, wie ich gesagt habe, Mirage, ganz typisch, knallbunt. Noch eine sehr schöne Karte. Eine Karte auch hier, ein Reprint. Diesmal wirklich ein sensationelles Artwork. Ich nehme mal die deutsche Variante. Eine Karte, die auch im Oldschool gern gespielt wird, weil sie ursprünglich halt aus den frühen Jahren kam. Hier, gereprintet in Mirage, göttliche Gabe oder Divine Offering. Für 2 Mana noch ein Removal Spell, in dem Fall ein Spontanzauber. Der nur Artefakte adressiert, da steht drauf, zerstöre ein Artefakt deiner Wahl, du erhältst Lebenspunkte in Höhe der Spruchkosten des Artefakts hinzu. Das kann man tatsächlich im Oldschool auch spielen und das ist die großartige Therese Nielsen. Da sieht man, wie ein solches Artefakt zerstört wird. Ja? Dieser Krieger hier zerstört das Artefakt da oben und dann wird irgendwie Energie frei. Vielleicht ist das diese Lebensenergie, die da oben rausströmt. Diese 2 Lebenspunkte oder wie viele man kriegt, wenn man das Artefakt in der Höhe der Spruchkosten zerstört. Superschön. Therese Nielsen, eine Künstlerin, die einfach eine wunderbare Bildgeometrie beherrscht hat, seht ihr hier wieder. Das Ganze ist in diesem Rahmen eingepasst mit geometrischen Formen. In der Mitte alles ein Kreis. Die Figur selber beschreibt mit ihren Armen auch schon fast einen Kreis. Drumherum diese orangenen, goldenen Farbtöne.
Das ist einfach fantastisch gemacht. Das scheint eine Sanddüne zu sein da im Hintergrund. Das können Sonnenstrahlen sein. Alles ist gold, leuchtend, durchwirkt. Hier unten, das ist unterbrochen, dieser Rahmen, damit der Körper da rausschaut. Das ist sowas von toll. Das ist sowas von toll, wie schön dieses Set ist. Findet man keine Worte. Als nächstes haben wir göttliche Vergeltung. Hier. Für 2 Mana, ein Spontanzauber, die göttliche Vergeltung fügt einer angreifenden Kreatur deiner Wahl einen Schadenspunkt für jede angreifende Kreatur zu. Das ist nicht so schlecht. Artwork von Charles Gillespie. Ich meine, das ist auch von Charles Gillespie hier. Da sieht man hier die Blitze aus dem Himmel schlagen. Da sieht man also die Vergeltung Gottes sozusagen auf die Leute herniederregnen. Jetzt kommt ein Kreaturentypus, über den ich schon viel geredet habe, der sehr beliebt war in der Zeit und der in Mirage auch wirklich mal gecatert, unterstützt wurde. Ist vielleicht besseres Deutsch. Der Ekundu-Griffin hier oder Ekundu-Greif auf Deutsch. Super schönes Artwork im Hintergrund, diese pastellfarbenen Wolkenformationen, afrikanische Bäume, der Greif hier auf dieser Felskuppe schaut herab. Super schön. Klassisch Mirage. 4 Mana, fliegender Erstschlag 2-2. Und hier ist das andere Volk erwähnt, die Suk'ata. Der Text lautet: Der Preis meiner Ziege war gering im Vergleich zu dem Schauspiel, das sich bot, als der Greif sich auf sie stürzte und sie verschlang. Ja, das ist so ein bisschen angespielt an arabische Sagen und Mythen. Das sind auch die Namen so ein bisschen versucht, so kulturell anzudocken, ne? Hat man in der Zeit in den 90ern so gemacht, wird man heute wahrscheinlich anders machen. Aber Greifen waren ein großes Thema. Die waren immer ein bisschen teurer. 4 Mana für einen 2-2er Flieger ist viel. Dafür kann er Erstschlag austeilen. Es gab auch noch andere starke Greifen. Und wir sehen auch noch den Greifen Lord, den man wunderbar spielen kann. Zum passenden Greifendeck beispielsweise. Auf jeden Fall eine Karte, die ich damals auch gespielt habe. Jetzt kommt eine Karte, die in Weiß sicherlich ikonisch ist und zu den zentralen guten weißen Karten aus Mirage gehört, die auch immer wieder gedruckt werden musste, auch für heutige Formate ganz entscheidend ist und die in dieser Schönheit meines Erachtens unübertroffen ist. Es gibt eine ganze Menge Reprints des Enlightened Tutor, aber das ist der schönste Enlightened Tutor, weil er eben, ja, das ist Mirage. Er spricht die Bildsprache dieses Sets. Er zeigt, wie dieses Set gedacht war. Farbenfroh, sehr, ja, bunt, fröhlich und auch hier in diesem Beispiel ja eine gewisse Weisheit ausstrahlen. Das gefällt mir unwahrscheinlich gut. Das scheint eine Zauberin zu sein, vielleicht eine Dorf- oder Gildenmagierin. Die hat ja so einen Stab mit so einem Diamanten oben drin. Wunderbar gemacht. Diese Bewegungen hier oben scheinen vielleicht eine Meditation oder sowas zu imitieren. Künstler ist Dan Fraser, der sensationelle, ganz berühmte Dan Fraser, aus dessen Feder ja auch die großartigen Artefakte der alten Zeit sind, die Moxe und so weiter. Ne? Ein weißes Mana, ein Instant, durchsuche deine Bibliothek nach einem Artefakt oder Verzauberungskarte, zeig die Karte allen Spielern, mische die Bibliothek und leg die Karte oben drauf. Und da sagt der Felmareth Tutor: I do not teach, I simply reveal. So cool! Boah, ist das schön. Das ist auch wirklich eine Karte, die was wert ist, trotz der Reprints. Immer noch eine top spielbare Karte. Dann haben wir den Ethereal Champion. Auch das eine Karte, die von Therese Nielsen gemacht wurde. Das ist eine wunderschöne Karte. Auch hier wieder, was Therese Nielsen so auszeichnet. Die Hintergründe. Man nicht nur auf die Figur achten. Diese genialen Hintergründe. Diese farbenfrohen Kontraste hier. Diese Maltechnik, ich bin jetzt kein Künstler, auch kein Kunstkritiker oder sowas, aber mir fällt das auf, dass die noch mal in einer ganz anderen Kunstliga spielt. 5 Mana, ein Avatar, hat 3-4 und du kannst einen Lebenspunkt zahlen und einen Schaden verhindern auf den Ethereal Champion. So, hier unten haben wir noch etwas Schönes, nämlich eine Kreaturenverzauberung. Auch das ist ein tolles Bild, ja. Also die Bilder sind einfach toll. Man muss sich die wirklich mal ganz gründlich und ganz in Ruhe anschauen. Ich nehme mir halt auch jetzt die Zeit, ne? Also die Farben machen wir alle einzeln durch. Man muss hier bei Mirage wirklich genau hinschauen. In früheren Sets hat sich das auch gelohnt, aber bei Mirage sind wirklich so viele gute Künstler am Start und die Kunstwerke sind sowas von detailverliebt und schön, dass es sich wirklich lohnt, genau hinzugucken. Und manche Artworks hat man vielleicht nicht im Kopf. Das ist Favorable Destiny für 2 Mana, eine Kreaturenverzauberung und solange die verzauberte Kreatur beziehungsweise der Kontrolleur mindestens eine weitere Kreatur kontrolliert, genau, kann diese Kreatur nicht Ziel von Sprüchen oder Effekten sein, hat also Shroud und solange sie weiß ist, bekommt sie plus 1, plus 2. Das ist ein ziemlich schöner Effekt und so würde also eine Kreatur aussehen, die diesen Effekt hat. Finde ich nett gemacht. Ganz toll. So, weiter geht's mit
dem Ephemera Feeler. Den habe ich tatsächlich auch noch in Erinnerung. Die Karte habe ich allerdings nie gespielt, weil ich kein Fan bin von solchen Effekten. Aber es gab Leute, die so Sachen gerne gespielt haben. Das ist eine 2-Mana-Kreatur 1-1. Du kannst tappen und einen Schadenspunkt auf irgendeine Kreatur deinen Spieler verhindern. Das ist dann im richtigen Kontext auch mächtig, weil man kann somit auch Removal-Spells begegnen. Aber es ist Geschmackssache, ob man sowas spielen will. Ne? Das ist aber eigentlich sehr weiß, typische weiße Fähigkeit. So, jetzt sehen wir zum allerersten Mal die neue Fähigkeit, die in Mirage eingeführt wurde, nämlich Flanking. Der Ritter der Femeref kostet 3 Mana, hat einen 2-2er Körper und hat Flankenangriff. Und für ein Weißes wird der Ritter der Femeref in diesem Zug nicht getappt hat, also Wachsamkeit. Hier drunter ist wieder das Zitat aus dem Liebeslied von Tag und Nacht. Und da steht: Ich werde zurückkehren mit Echsenleder für deine Sandalen, bemale deine Augen schwarz und warte auf mich. Tony Roberts hat dieses wunderschöne Bild gemacht. Gefällt mir auch unheimlich gut. Und Flanking, ja, die neue Mechanik. Neu in Anführungszeichen, ne? Jedenfalls damals neu eingeführt. So, weiter geht's. Dann haben wir einen Femeref Scout. Also das Volk der Femeref haben wir schon ein paar Mal gehört. 3 Mana, 1-4, sonst nix. Da wird Hakim Lorweaver erwähnt. Auch so eine Kreatur, die wir noch sehen werden. Ne? Eine der Legenden. Denn auch das ist toll in diesem Set. Es sind wunderbare neue Legenden drin. Kreaturen also, die man auch zum Beispiel in EDH sehr gut spielen konnte. Healing Salve, ein weißes Instant. Zielspieler bekommt 3 Lebenspunkte oder du verhinderst bis zu 3 Schadenspunkte auf irgendeine Kreatur oder einen Spieler. Das habe ich hier auch nochmal in Deutsch drunter. Genau. Jetzt kommt wieder so ein geiles Artwork. Jetzt kommt wieder so ein Hammer-Artwork. Wahnsinnig schön. David O'Connor, auch so ein Künstler, den ich jetzt nicht dauernd in Erinnerung habe, wenn ich an Magic aus der Zeit denke. Illumination oder Illumination für 2 Mana Interrupt, da gab es die auch noch. Das Regelwerk wurde glatt gezogen, was Interrupts betrifft. Später wurden Interrupts ganz abgeschafft, waren einfach nur Instants, aber damals gab es sie noch. Drauf steht: Counter Target Artifact or Enchantment Spell. The spells cast gains an amount of life equal to the spells casting cost. Geiler Counterspell, aber richtig geil ist die Farbe. Die knallige blaue Farbe im Hintergrund, dann das leuchtende Gelb und die machtvolle Spellcasterin hier, die diesen Spruch ausspricht und damit quasi. Ja, die Gegenmagie bewirkt. Wahnsinnig schön. Eine super coole Karte. Tolles Artwork. So, dann haben wir hier einen Elefanten. Genau, der Eisenzahnelefant. Auch ein tolles Artwork von Tony Roberts. Ich meine, die sind alle schön, die Karten. Es ist einfach keine wirklich richtig hässliche Karte dabei. Vielleicht welche, die man nicht erinnert, aber keine wirklich schlimm hässliche Karte, oder? 5 Mana, 3-3 ist jetzt nicht so der Wahnsinnsknaller. Hat Trampelschaden, das ist schon mal ganz gut. Aber wir lesen uns mal den Text durch. Die Wildheit in des Löwenauge, die Geduld im Gähnen des Flusspferds, der Stolz im Kampfschrei des Greifen, vereinigt ist's im Eisenzahn. Lied der Femeref. Ich liebe es. So, und dann haben wir beim letzten Mal darüber gesprochen, dass ein neuer Kartenzyklus eingeführt wurde in Mirage, nämlich die Charms. Und ein Beispiel dafür ist das Ivory Charm oder Ebenholz Amulett für ein Weißes. Instant, du hast die Möglichkeit, aus 3 verschiedenen Effekten zu wählen. Du kannst entweder allen Kreaturen minus 2, minus 0 geben. Oder du kannst einen Schaden auf irgendeine Kreatur oder einen Spieler verhindern. Oder du kannst eine Zielkreatur tappen. Naja, und das ist genau der Punkt. Wahrscheinlich wären diese Effekte einzeln auf Karten zu uninteressant gewesen, aber die Möglichkeit aus den 3 auszuwählen für einen Mana und das auf Instant-Ebene, das wiederum macht so einen Charme natürlich attraktiv. Dann haben wir Jabaris Einfluss. 5 Mana, ein Spontanzauber. Sprich diesen Zauberspruch nur nach dem Kampf. Übernimm die Kontrolle über eine nicht-schwarze, nicht-Artefakt-Kreatur deiner Wahl, die dich in diesem Zug angegriffen hat, und lege eine minus 1, minus 0 Marke auf diese Kreatur. General Jabari, das ist diese Figur, die wir hier sehen. Eine wichtige Figur, auch eine Legende. Werden wir später auch noch in einer Karte wiedererkennen. Und dann haben wir noch so ein geiles Artwork. Also wirklich, wir kriegen ein schönes Artwork nach dem anderen. David A. Cherry. Mirage ist einfach wunderschön. Wunderschön. Muss man gar nicht viel zu sagen. Vielleicht sollte ich einfach ab und zu mal die Klappe halten und nur das Bild wirken lassen. 3 Mana Instant. Du kriegst 5 Lebenspunkte. Und wenn irgendwas das verhindern will, dann kriegst du 2 Lebenspunkte und nimmst das Ding aus dem Graveyard zurück auf die Hand. Das ist doch auch nicht so schlecht, oder? Das ist doch auch nicht so schlecht. Dann haben wir Mangaras Equity. Wow, das Bild ist aber auch super hier. Warte mal. Das ist Alan Rabinowitz. Lass mal kurz gucken, ob ich schärfer kriege. Ja, richtig cool. Tolles Bild. 3 Mana, ein Enchantment. Wenn du diese Karte spielst, wählst du schwarz oder rot und während deiner Versorgungsphase zahlst du 2 oder begräbst diese Verzauberung. Für jeden einen Schaden, der dir von einer Kreatur der gewählten Farbe zugefügt worden wäre,
oder einer weißen Kreatur, die du kontrollierst, teilt Magaras Equity gegen aus gewissermaßen. Also in return. Ist so eine Art Erwiderung auf den Kampfschaden, den du bekommen hättest. Noch so eine schöne Karte. Melesse Spirit. Oh, einer schöner als der andere. 5 Mana, Summon Angel. 3/3 Fliegen und Schutz vor Schwarz. Ja, Engel waren damals auch ein großes Thema. Im nächsten Set in Visions kam dann der Erzengel. Die anderen Engel, die man davor schon hatte, waren auch schon toll. Und hier hat man einen neuen Engel dazu bekommen. In einer wunderbaren, wunderbaren Wolke hier. Mit diesem wunderschönen, ja fast schon biblisch anmutenden Eindruck da von der Sonne im Hintergrund oder von dem Heiligenschein oder was auch immer das ist. Tolle Karte und das Ganze mit Schutz vor Schwarz. Nicht so schlecht. Wunderschöne Karten. Und noch ein Greif. Der ist richtig cool. Der ist richtig schön. Von Janine Johnson. Der Metenda-Greif. 4 Mana, 2/2 fliegend. Und für ein weißes und tappen kannst du ihn auf die Hand des Besitzers zurückbringen. Und eine Greifenkarte aus dem Friedhof die Hand holen. Das ist schon sehr, sehr gut. Und der sieht auch richtig toll aus. Eine wunderschöne Karte. Also wirklich, ich wiederhole mich jetzt hier. Ich sage die ganze Zeit wunderschön, wunderschön, wunderschön. Aber es ist ja auch wunderschön. Also ich meine, die sind einfach toll, die Karten. Die sind einfach richtig, richtig hübsch. Nächste Flanking-Kreatur. Der Hirte hier. Für 1 Mana 1/1 mit Flanking. Genau. Hier wird Mangara zitiert. Jedes Tier, sogar der Mensch, ist beeinflussbar. Der Trick liegt darin, sie glauben zu lassen, dass sie ihr Schicksal selbst bestimmen. Ja, Leute, denkt mal drüber nach. Denkt mal drüber nach. Dann haben wir den edlen Elefanten. Für 4 Mana 2/2 Bündnisfähigkeit. haben wir letztens drüber geredet. Und Trampelschaden. Also sprach der Elefant, Lied der Zalfiriner. Über die haben wir noch nicht geredet, Zalfir. Stolz bin ich, stark bin ich, mutig meine Kinder zu verteidigen, wild sie zu bestrafen, die mir im Weg sind. Ja, so sind sie, die Elefanten. Und dann haben wir noch Singularität von Douglas Schuler. Das ist wieder typisch Douglas Schuler hier. Das ist klassische Douglas Schuler Kunst. 4 Mana Weltenverzauberung, das gab es damals noch. Geiler Name für eine Karte, ne? Du und dein Gegner deiner Wahl nennen jeder eine Karte aus einem Standardland. Diese Karten können nicht gespielt werden. Autsch. Und der Pazifismus. Absoluter Klassiker. Hier in meines Erachtens dem schönsten Artwork. Sensationell cool von Robert Bliss. Ich liebe die Karte, gehört zu meinen absoluten Top 10 Karten überhaupt in Mirage. So ein cooles Teil. Dieses fies aussehende, bösartige Vieh hier. Dieser Krieger da mit diesen Hörnern. Der sieht aus wie ein Horrorclown, super muskulös, gefährlich, dem will man nicht begegnen. Der hat bestimmt noch irgendwo eine böse Axt. Ja, der wird hier umgürtet von Blumen, der wird hier von kleinen Bambis gehätschelt, hat liebe kleine Mäuschen auf der Schulter und kann keiner Kreatur was zuleide tun. Das finde ich cool, das ist Pazifismus. 2 Mana, verzauberte Kreatur kann nicht angreifen oder blocken. Hier, da steht drunter, der Typ heißt Grack. Zum ersten Mal hatte Grack ein seltsames Gefühl der Wärme und Güte im Herzen. Cool. Und der Pearl Dragon. Auch davon gibt es von diesen Dragons einen Zyklus, in jeder Farbe einer. Das ist der weiße, für 6 Mana 4/4 fliegend und du kannst ihn hinten pumpen. Reizt mich jetzt nicht so wahnsinnig, aber ja gut. Dann haben wir den prismatischen Schutzkreis für 3 Mana, kumulative Versorgung 1 Mana. Und du kannst eine Farbe wählen und kannst dann, wie typisch bei den Schutzkreisen, Schaden aus der genannten Farbquelle verhindern. Der Unterschied zu den alten Schutzkreisen ist halt, dass du vorher entscheiden kannst, gegen welche Farbe du geschützt werden möchtest. Dann haben wir Rashida Scalebane für 5 Mana, 3/4, eine Legende. Und ich glaube sogar die erste Legende, die wir sehen. Und es ist einfach nur ein geiles Bild hier mit diesem riesigen Baumstamm im Hintergrund, an den sich dieser Krieger hier, diese Kriegerin anlehnt. So schöne Karten. Randy Gallegos, tappen. Bury target attacking or blocking dragon. Gain an amount of life equal to that dragon's power. Sehr speziell. Nächste Karte ist Ritual of Steel. 3 Mana, Kreaturenverzauberung, ziehe eine Karte am Beginn des Upkeeps, in dem Turn, in dem diese Karte ins Spiel kam. Und die verzauberte Kreatur bekommt +0/+2. Und wir haben noch eine Verzauberung, wieder ein so schönes Bild und tatsächlich ist das Margaret Organ Keane. Erkennt man sofort, wenn man die Künstlerin kennt, nämlich an diesen Bändern hier. Das ist typisch Margaret Organ Keane. Die Karten haben alle solche geometrischen Bänder durchs Bild fließen, laufen. Hier ist es sehr versteckt. In anderen Karten, älteren Karten, sind sie prominenter. Sie hat sehr viele Karten gemacht, unter anderem auch für, ich meine, Alliances, Homelands, Fallen Empires. Hier haben wir den Heiligen Tafelberg für 3 Mana. Opfere während deiner Versorgungsphase einen Pegasus oder begrabe den Heiligen Tafelberg. Und für 2 bringe einen Wild-Pegasus-Spielstein ins Spiel. Behandle diesen Spielstein wie eine 1/1 fliegende weiße Kreatur, die als Pegasus zählt. Das ist eine sehr starke Karte.
Eine sehr gute Karte, die ist wirklich super spielbar. Auch im EDH toll spielbar. Schattenverwarnung, wunderschön. Douglas Schuler, wieder direkt erkennbar, dass es Douglas Schuler ist. Für 2 Mana, Spontanzauber, verhindere allen Schaden, der dir oder einer deiner Kreaturen aus einer Quelle zugefügt wird. Wenn diese Quelle schwarz ist, erhältst du Lebenspunkte und so weiter dazu. Auch nicht schlecht. Dann haben wir nunmehr den berühmten General Jabari. Da ist die zweite große Legende. Hier sitzt er auf einem Pferd, auf einem stattlichen Ross, direkt vor einem Sonnenaufgang. Oder er selber strahlt vielleicht hier diese Macht aus. Für 4 Mana bekommen wir eine 2/2-Legende mit Flanking. Er zählt als Ritter. Und wenn er angreift, tappe eine Kreatur deiner Wahl, die der verteidigende Spieler kontrolliert. Das war damals echt stark. Coole Karte, wunderschön. Was sagt er über sich selber? Prophezeiungen bedeuten nur so viel, wie man aus ihnen macht. Doch das eigene Schicksal kann man nicht ändern. Wunderbar. Ist jetzt vielleicht nicht gerade ein Zitat über sich selber, aber zumindest von ihm. Und Soul Echo. Da ist nochmal eine Menge Text drauf. Das sieht auch ein bisschen merkwürdig formatiert aus. Das ist unüblich. Für 2 Weiße und X kriegst du eine Verzauberung. Der eigentliche Effekt der Karte steht hier. Du verlierst das Spiel nicht, wenn du weniger als einen Lebenspunkt hast. Also das ist so eine Art Lebensversicherung. Aber die ist eingeschränkt. Wie gesagt, im Text hier zwischen steht, dass das nicht grundsätzlich gilt. Dann haben wir Spectral Guardian. Für 4 Mana, 2/3. Ein Guardian. Sieht auch toll aus. Solange der ungetappt ist, können Nicht-Kreaturen und Artefakte nicht Ziel von Sprüchen oder Effekten sein. Also wieder Shroud. So. Als nächstes haben wir das Sonnennetz für 4 Mana, Beschwörung an der Mauer. 5/6, boah, für 4 Mana, das ist schon ganz gut, noch dazu fliegend. Aber hier, ja, da kommt der Nachteil, das Sonnennetz kann keine Kreaturen blocken, deren Stärke kleiner oder gleich 2 ist. Das ist schade. Der nächste Greif, ich glaube, das müsste jetzt der dritte sein. Das ist dieser hier, der Teremko-Greif, für 4 Mana 2/2 fliegen mit Banding. Uah. Damit ist er im Grunde wertlos, aber der Text ist bestimmt schön. Wenn wir hoch über der Erde schweben, lehne ich mich gerne über die Reling der Wetterlichter und beobachte die Schatten der Greifen auf den Wolken unter uns. Schön. Zitat von Sissey. Und noch ein Greif. Unyaro-Greif. Für 4 Mana 2/2 fliegen, du kannst ihn opfern und damit einen roten Spruch countern. Welcher rote Spruch wird hier noch genau beschrieben, aber ist jetzt schon der vierte Greif. Ne? Also man kann wirklich richtig was Tolles machen mit diesen Greifen. Und dann haben wir noch Vigilant Martyr, wunderschöne Karte von Rebecca Gay, großartige Künstlerin, ich habe schon so viel über die erzählt, das können wir jetzt hier gar nicht vertiefen. Würde ja sonst wieder zu einer Rebecca Gay-Huldigung ausarten, habe ich oft genug gemacht. Für ein weißes 1/1, den kannst du opfern, eine Kreatur regenerieren, den kannst du aber auch mit 2 weißen und Tappen opfern und nutzen, um einen Spell zu countern, einen bestimmten. Und dann sind wir schon auf der letzten Seite, dann kommt schon blau, nächstes Video, eine Karte ist die Wall of Resistance, noch also eine Fliegermauer für 2 Mana 0/3 fliegend. Am Ende jedes Turns, in dem die Mauer Kampfschaden bekommen hat, bekommt sie einen +0/+1 Counter drauf. Das heißt, du solltest sie besser versuchen loszuwerden, sonst wird sie immer dicker, wenn sie blockt. Dann haben wir den Lichtschutz, auf Englisch heißt der Ward of Lights. Für 2 Mana eine Kreaturenverzauberung, du kannst den Lichtschutz auch als Spontanzauber spielen. Wenn du dies tust, begrabe ihn am Ende des Zuges. Verzauberte Kreatur als Schutz zu einer beliebigen Farbe. Und genau. Das ist manchmal ganz praktisch, um was zu retten, ne? Mitten im Combat oder so. Oder wenn jemand was unternimmt, um deine Kreatur zu beseitigen, kannst du sie damit retten. Dann haben wir Jer. Ich glaube, ich habe das richtig ausgesprochen. Bin mir nicht ganz sicher. Für 3 Mana. Der legendäre Ron Spencer hat diese Karte gestaltet. Hat auch viele Anhänger. Ein Instant. Zielkreatur eines verteidigten Spielers. Bekommt +3/+0 bis zum Ende des Zuges. Sie kann zum Blocken erklärt werden. Für bis zu 3 Kreaturen in diesem Zug. Oh ja, also kann bis zu 3 Kreaturen blocken. Das war jetzt nicht so das gute Deutsch. Vorvorletzte Karte, der Zephyrian Commander. Für 3 Mana eine 2/2er Ritterkreatur mit Flanking. Ein richtig tolles Bild wieder. Wunderschön. Und für 3 kannst du diesem Ritter, irgendeinem Ritter sogar, Target Knight, also für Ritterdecks cool, +1/+1 bis zum Ende des Zuges geben. Und es gibt ein paar Ritter hier, ne? Hier zum Beispiel ist noch einer. Genau, für 3 Mana Summon Knight, der Zephyrian Knight. Auch der hat Flanking und dem kannst du für 2 Mana Erstschlag bis zum Ende des Zuges geben. Ein 2/2er Ritter. Und die letzte Karte, ich habe sie oft angekündigt, eine der geilsten Karten im Set. Der großartige Zuberi Goldfeder oder Golden Feather. 5 Mana, 3/3 Fliegen. Das ist ein Griffin Lord, der
Ist also quasi für Tribal Decks optimal geeignet. Er zählt auch als Griffin und gibt anderen Griffins +1/+1. Und damit macht er natürlich gleich was mit den anderen Griffins und wertet die Griffins auch als spielbares Volk, als Tribe auf. So Leute, das war Teil 1 des Set Reviews. Die blauen Karten kommen beim nächsten Mal. Ich verabschiede mich. Bis dann. Tschüss.